So, dann herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Runde Battletech. Neuer Tag, neues Beginn. Wir sind Woche 45.4, das ist schon eine Menge, haben 1,7 Millionen und fast 6 Monate vorausbezahlen. Schauen wir schnell Aufträge durch. Kriegsverbrechen. Unser Geheimdienst hat ist ein Attentat. Okay, komm, wir machen, let's go. Attentat ist immer ganz lustig, weil da gibt es immer gute Teile. Selbe Mannschaft, Shadow, Centurion, Blackjack, Windykerl, Klitsch. Oh je, der geht's nicht so gut. Sehe ich gerade. Hätte vielleicht einen Beowulf mitnehmen sollen. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Deswegen schauen wir mal. Ich glaube, es ist meine erste Attentatsmission, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsste die erste sein. Attentatsmissionen sind soweit ganz cool. Bei reiner Kampf, das Problem ist halt, dass die halt gerne mal ausarmen. Da sind halt am Anfang 5, 6, 7 Max drüber. Und wenn man Pech hat, steht man vor 6, 7, 8, 9 Max gleichzeitig. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Schauen wir mal. Okay. Ladezeiten wie eh und je. Bombastisch. Nämlich ziemlich flink. Ein Hoch auf alles. Unser Geheimdienst hat auf Cygnus einen berüchtigten Kriegsverbrecher im Dienste der lokalen Regierung identifiziert. Die Streitkräfte der lokalen Regierung sind uns egal, aber der Verbrecher muss zur Rechenschaft gezogen werden und damit meinen wir eliminiert. Wir werden nur für bestätigte Abschüsse bezahlt, aber es gibt einen Bonus, wenn wir alle Streitkräfte der lokalen Regierung ausschalten. Wir sollten das dennoch als Blitzaktion aufziehen. Ja, die meinen wahrscheinlich raus, killen, weg. Das passt, glaube ich, nicht ganz zu meinem Style. Also Attentat sollte eigentlich zwei, also mittleren Mech definitiv dabei haben. Gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich so 3-4 Mille rauskriege auf dem Planeten. Damit ich ja beim nächsten dann ein bisschen besser einkaufen kann. Die richtig guten Sachen. So. Commander, der Verbrecher, den wir suchen, sollte in der Nähe sein. Das Ziel wird von Streitkräften der lokalen Regierung unterstützt, aber wir sind vertraglich nicht verpflichtet, sie anzugreifen. Wir sollten die Sache schnell durchziehen. Eliminieren Sie das Ziel und verschwinden Sie von dort. Gute Jagd, Commander. Das Problem ist, dass das dem wohl nicht interessiert, ob wir ihn angreifen oder nicht. Also die mit der Mannschaft. Weil uns werden sie so oder so angreifen. Ja. Ich weiß, was ihr meint. Wir ziehen jetzt erstmal in Richtung Wald und schickt dann einen vor, damit wir dann zurück können. Was? War der Feindkontakt? Ja. Kurz gucken. Mist, kein Sensorlock vorhanden. Shit, shit, shit. Über einen Sensorlock hätte ich mich jetzt gefreut. So, erstmal alles ausgerichtet. Dann lass sie mal kommen. Ich habe gesehen, hier ist ein Fahrzeug. Ein Mech, ein Fahrzeug. Ich mag diese Musik, dieses Dramatische. Jenna, easy. Aber was ist das? Okay. Warte mal, zuerst schicken wir Centurion vor, ab den Nahkampf. Schade. Ja, ja, kann gleich zwei aufdecken, nice. Und was haben wir denn? Einen Flare und einen Jenner. Machen wir uns erst einen Jenner weg. Weil mit mehreren mittleren Lasern Feuer frei. Schöner Hit. Flare könnte vielleicht nachher nerven. So, zuerst Klitsch. Mit ihren guten alten Distanzwaffen. Nein, nein, so nicht. Vielleicht können wir die PPK anschalten. Jawohl, können wir. Dann Klitsch. Feuer frei. Commencing Alpha Strike.
Links außen zerstört, Laser weg. Zwei zumindest. Bleiben nur noch. Au! Da oben ist was Großes, okay. Aha, Blackjack. Blackjack, erstmal ein. Mist. Sprung, komm da. Ja, Laser. Ach, das ist doch Mist. Na komm, Sprung. Fahrzeug, okay. Kurzschrecken BBK trifft. Sauber. Warte mal, ich glaube, der hat auch Laser. Sieht zumindest aus, oder? Ja. Zwei Large Laser, also starke Laser. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Die können bestimmt richtig dolle wehtun. So, Shadowhawk. Striker. Mist, den kann man nicht angreifen. Dann Hammond Striker. Bitte mach den platt, gleich beim ersten Mal. Nope. Gegner ist dran. Oh, das ist Schaden. Jenner kommt. Immer noch stark bewaffnet. Schießt aber nicht. Der Mac, den ich ausschalten sollte, ist auf jeden Fall schon auf dem Weg zu mir. Weißt du, je schneller ich bin jetzt hier, desto besser ist es. Schießt du mit einem Laser, das ist gut. So, zuerst Glitch. Den heben wir uns auf, den Präzisionsschuss. Das Fahrzeug da hinten hätte ich gerne. Vor der mit seiner AK schießt. Oder seinen AKs, besser gesagt. Voll frei. Schöne Hits, Gegner steht aber noch. Nicht gut. Eigentlich müsste man sich extremst bewegen, aber ich hoffe, dass hier die Deckung ein bisschen hält. Zuerst Jenner komplett weg. Jawohl. Jenner raus. Jetzt am besten den Flair. Während ich mich gleichzeitig aufs Fahrzeug da hinten bewege. Und das zerstöre. Auf jeden Fall haben die was Mittleres. Ich hoffe, dass das nicht das Fahrzeug ist. Shadowhawk Richtung Fahrzeug. Fahrzeug noch nicht zerstört. Wir konzentrieren erstmal das Feuer auf den Flair. Ohne Präzisionsschuss, weil den würde ich mir gerne aufheben. So, ein Ausweichen weg. Das ist gut. Gilt als gekühlt. Ein Scorpion MK2. Eine UAKV. Leer steht. Sauber. Rechts außen zerstört. Torso auch down. Sollte der nicht mehr so gefährlich werden. Mein Team hält das aus. Fantastisch. So, das also ist lokale Streitkräfte der Regierung. Da kommt Mac. Schwere Laser. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Noch ein Mac. Noch einer. Hier sind schon mal drei. Okay. Das ist Shadowhawk. Den Striker platt machen. Drauflatschen.
Jawohl. Fahrzeug weg. Kurz mal vergleichen. Was sehen wir bis jetzt auf dem Schirm? Eigentlich nicht viel. Könnten Lights sein. Es muss aber ein Med dabei sein. Ein Med, drei Lights, vier Lights. Hm. Jetzt erst Decker und Blackjack. Geht ran. Deckt mir auch gleichzeitig den Gegner auf. Kann ich mal entscheiden. Jenner. Javelin. Alles easy, alles easy. Scorpion steht noch. Gefällt mir gar nicht. Glück gehabt. Also ein UAKV tut weh. So, Klitsch. Auch so nah ran wie möglich jetzt, damit wir Richtung Wasser können. Zuerst das Fahrzeug, damit wir 75% weg sind. Sauber. Jetzt noch den Flair. Und dafür habe ich noch einen Mech. Yes, you like that. Junior und Centurion, der kriegt das hin. Bitte mach den jetzt platt mit einem Schuss. 69. 69 müssen wir knacken. Jawohl. Ne, Bein weg. Jawohl. So. Flare down. Bleiben also erstmal nur drei Mechs. Drei Lights. Boah, der Large Laser. Gefällt mir gar nicht. Ich habe keine Lust, irgendein Waffensystem zu verlieren. Alles unter Kontrolle, alles gut. Jenna kommt. Pilot verletzt. Uiuiui. So, im Wasser reinspringen, das können wir uns leisten. Jetzt ein System aussuchen, was wir eigentlich beschießen können, ohne dass irgendwas missgeht. Was haben wir hier? S-Laser? M-Laser. Ja, dann hier. 60% feuerfrei. Ah, schon nett. Sprungdüse zerstört. Sehr schön. Gegnerphase, also ist da noch ein Med. So, ab ins Wasser zum Abkühlen. Sollten wir alles starten können. Ja, Hitze bleibt gleich. Voll frei. Schöne Treffer, noch eine Sprungdüse down. Toll. Aber Nachteil ist, er steht halt noch. Centurion kommt. Also Junior. Mech zerstört! Ich glaube, wir kriegen bald wieder Jenner zusammen. Das war schon Nummer 2. So, hier gehen wir doch auf den Sprung, damit wir ein paar Marken bekommen. Ausweichmarken. 3? 4? 4. 4 Marken. Ein bisschen Hitze ist aber noch im Wasser. 4 ausweichen. Passt. Kommando leicht gehittet. Zerstöre die Angreifer. Drei Angreifer, das sind die drei Angreifer, okay. Auch der lokalen Regierung angehörig. Oh, Glück gehabt. So, zuerst X1. Konzentrieren weiter auf diesem Kommando hier. Auf dem 1B. Statt den 2D. Teilweise Treffer links außen zerstört. Nice.
Vielleicht kommen wir hier in Nahkampf, aber bezweifle ich. Da kommt unser Ziel. Das muss unser Ziel sein. Weil wenn das die Angreifer sind, 33%, einer zerstört, dann sind da 66 und dann 100. So, Centurion übernimmt die Front. Denn der kann es aushalten. Da! Ah. Seitentorso zerstört, Pilot verletzt. Und fast down. So, Glitch im Vindicator. Hitze bleibt gleich. Warte, stimmt, bewegen. Damit die Hitze auch runter geht. Ja, Wasser ist schon was Schönes. Keine Deckung. Damit kann man feuern ohne Ende. Man muss nur treffen. Egal, dieser Mech ist auch zerstört. So, bleibt noch Deckard, der ist eingeschlagen. Ein ausweichen, zwei ausweichen. Das ist doch. Gehen wir auf ein ausweichen. So. Eins ausweichen. Hitze bleibt gleich, Feuer frei. Ja, schon mal ein guter Hit. Struktur freigelegt, Sensor zerstört. Nice. Er kommt ins Wasser. Aber es wird auch nichts nützen. Aber ich hatte die Qualm schon. Die kochen. Ohne Kurzstreckenraketen. Erstmal nur mit denen feuern, die nicht so viel Hitze haben, damit der näher rankommt, damit ich dann Präzisionsschüsse aufs Bein machen kann, damit der nicht abhauen kann. Obwohl ich nicht glaube, dass das so eine Mission ist, wo der dann abhaut. What? So, Junior. Der schafft das, hoffe ich. Schöner Hit. Schöne Hits, aber er steht noch. Auch nicht mehr lange, der Kommando. Glitch kann Nahkampf, sich mal komplett abkühlen. Ich hasse sowas. Sprung nach hinten. Gar nicht feuern. Ist egal, abwarten. So, runtergekühlt, sehr schön. Drei ausweichen. So, okay, okay. X-Wand geht vor und deckt den mal auf. Herausfinden, was es ist. Ah, Phoenix Hawk, okay. Ne, kein Präzisionsschlag, kein Multiziel. Wo ist denn mein Sensor? Hatte ich nicht einen Sensor hier drauf? Wo ist denn hin? Erstmal normales Feuer. Ist zumindest schon mal beschädigt. So, er müsste näher rankommen. Sieht auch richtig böse aus. Okay. Junior, du müsstest den eigentlich kriegen können im Nahkampf. Jawohl. So, bleib du oder Phoenix Hawk, der Kriegsverbrecher. Obwohl ich das sehr erstaunlich finde, dass es in einer Welt wie Battletech Kriegsverbrecher gibt. Obwohl hier überall geschossen und bombardiert wird. Es gibt keinen Planeten, auf dem wirklich Frieden ist. Ausweichen minus 1.
gar nicht. Es gibt nirgendwo einen Planet, wo wirklich Frieden herrscht, ja. Also überall Krieg, überall kämpfen sie mit Max, Panzern und. Und trotzdem gibt es hier einen Kriegsverbrecher. Das finde ich witzig. Ja, zumindest rechts außen zerstört und Torso. Sehr schön. Das wollte ich verhindern, sowas. Scheibenkleister. Weil das ist jetzt ein Problem. Weil wenn der flieht, kriege ich nämlich kein Geld. Die Schatten sind auch sehr gut. Den jetzt auf Distanz zu treffen, ist so eine Sache. Ich glaube, damit habe ich einen einzigen Schuss. Ich muss irgendwie die Beine von dem erwischen. Nur wenn ich das Bein wegspringe, kann er vielleicht ein bisschen laufen. So, hat mächtig viel Ausweichen. Präzisionsschuss ist dran. Nur mit der AK. Erwischt! Alle Ziele eliminiert. Halten Sie die Stellung. Ich komme Sie dort abholen. Oh, da habe ich Glück gehabt. Sehr viel Glück. So, Phoenix Hawk. Zwei Teile auf jeden Fall. Vielleicht sogar drei. Mal gucken. Aber ich glaube, zwei Teile sind auf jeden Fall drin. 304.000, 25 durch Unterstützung und hier die Angreifer. Wunderschön. Liga der freien Welt, plus 3. Die mögen mich langsam. Blackjack muss repariert werden. 18 Tage der X-Horn im Krankenhaus, 18 Tage der Decker. Damned. So, wir kriegen aber ein Phoenix Hawk. Immerhin. Aber kein L-Laser. Doch hier. Achso, L ist das Nahkampf. AK-Muni, naja. S-Laser, nee, dann nehme ich mir. Was nehme ich mir? Komm, gib mir einen Jenner. Okay, ein Phoenix-Rückteil. Naja, fand ich der erste. So, ich krieg noch ein Kommando. Oh, toll, ein paar Laser. Oh, ja. Nicht wirklich die Welt, aber immerhin. Wir nehmen alles, was wir kriegen können und geben nichts zurück. Denn auch wir wollen dieses Universum mit unserer Company Celestial Being bezwingen. Zumindest optimal richtig draufhauen. Auch trotzdem, fieser Kampf, Reparaturen sind niemals gut. 18 Tage, zwei Piloten weg. Ich glaube, ich muss mir langsam mal einen neuen Piloten holen. Die Ladezeiten. Ich habe schon meinen Mottemohr. Ah, aus Twitch. Knallt auf der SSD, da wäre alles schneller. MacKrieger sammeln Erfahrung, soweit okay. So, Reparatur. Bestimmt nur 3-4 Tage, gehe ich mal von aus. Ja, ein Tag, 5000, easy. Na gut, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Lasst einen Kommentar da, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.